Ja, die Drohnen werden im Moment sehr stark diversifiziert. Da gibt es eine ganze Reihe von Funktionen, die neu eingebaut werden sollen. Erstmal sollen die sich auf alle möglichen Arten und Weisen bewegen können, springen, laufen, Wände hochkrabbeln, überall reinkommen können. Dann werden alle möglichen Größen ausprobiert, vom Größenordnung Boeing mit allen möglichen Geräten drin bis hin zur kleinen Wespe. Und dann versucht man natürlich kontinuierlich die Sensorik der Drohnen weiter auszubauen, damit die also mehr in der Lage sind, viele unterschiedliche Dinge zu erkennen. Das geht zumindest, betrifft alle Drohnen, und dann gibt es natürlich noch die neue Klasse der Kampfdrohnen, die also auch dann Bewaffnung dazu bekommt. Wenn man da aus einer rein militärischen Perspektive geht, dann geht es natürlich um Bang for Buck, dass man also so viele Tote pro Dollar kriegt, wie man da irgendwie haben kann. Das war zumindest das alte Kalkül. Das neue Kalkül ist allerdings natürlich auch mehr, dass man chirurgisch und sehr präzise arbeiten kann. Aus einer taktischen Perspektive, insbesondere für Häuserkampf und Guerillakampf. Man muss also sehr feingranular erkennen können, wer bewegt sich wo, und dann darf man natürlich halt eben keine Zivilisten erschießen, sondern nur die entsprechenden Gegner, die man da hat. Eine andere wichtige Variante von Perfektion ist natürlich, dass die Drohnen auch das Völkerrecht einhalten, das Humanitäre, und dann halt eben nicht nur zwischen Zivilisten und Kombattanten unterscheiden können, sondern halt eben auch Kombattanten in unterschiedlichen Stadien unterschiedlich behandeln können. Ja, dass er also auch Kombattanten, der seine Waffe hinwirft und sich ergibt, nicht erschießen, sondern dann irgendwie verhaften oder so lange in Stellung halten, bis dann DJIs kommen, um ihn zu verhaften. Das sind also auch wichtige Entwicklungen, die man da machen muss. Und wir wünschen uns natürlich, dass viel Optimierung jetzt im Rahmen der Verbesserung von Kampfdrohnen in diese Richtung geht. Ich denke, dass der Drohnensoldat ein sehr viel ethischerer Soldat sein kann als der menschliche Soldat. Man hat halt eben bei der Drohne den Effekt, dass die nicht diesem Fog of War unterliegt und auch nicht dem Heat of War. Die ist also nicht, hat keine Angst, tendiert deswegen nicht dazu, überzureagieren oder dann doch aus Vorsicht ein bisschen mehr zu schießen, was halt Soldaten im Gefecht ganz typischerweise passiert. Ja, es gibt unterschiedliche Automatisierungsgrade jetzt bei den Kampfrobotern. Die natürlich haben die Probleme mit vielen Daten zurechtzukommen. Deswegen gibt es verschiedene halbautomatische Modelle, wie auch die Predator-Drohnen, die also noch menschliche Piloten dabei haben, die also da als Verarbeiter von Informationen funktionieren. Es gibt allerdings auch schon Varianten von Geschützen zum Beispiel auch, die vollautomatisch reagieren. Das hat man einfach mit der Geschwindigkeit von Geschossen zu tun. Die sind inzwischen so schnell, dass sie zum Beispiel im Seekampf oder im Luftkampf als menschlicher Pilot nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Bis sie dann auf die Idee kommen, auf den Knopf zu drücken, sind sie schon tot. Es wäre natürlich denkbar, dass zum Beispiel China dann Drohnen entwickelt, die auch gegen Drohnen kämpfen können. Da hätte man sozusagen einen vollautomatisierten Krieg Roboter gegen Roboter. Der wäre dann sehr aufwendig, und man müsste diese ganzen Drohnen ganz anders gestalten, sehr viel stärker automatisieren und sehr hoch entwickeln. Das sieht allerdings im Moment nicht so aus, als würde man diese Entwicklung gehen, denn die Militärs sind natürlich alle sehr stark ökonomisch begrenzt gerade, haben nur sehr knappe Budgets im Moment, und dadurch denkt man also nur in Zeiträumen von 5 bis 10 Jahren, und da in 5 bis 10 Jahren kein Krieg zwischen Drohnenmächten untereinander absehbar ist, wird diese Variante also nicht entwickelt. Man entwickelt nach wie vor Drohnen vorrangig für den Guerillakrieg, für den Häuserkampf und für innere Sicherheit. Eine ganz andere Variante von Entwicklung im Krieg ist der Cyberkrieg. Da sind also natürlich sehr viele Staaten im Moment interessiert. Man hat da gemerkt, dass man mit sehr einfachen Mitteln, sehr geringen Ressourcen tatsächlich sehr viele sehr kritische Elemente anderer Gesellschaften angreifen kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Man kann also die ganzen Waffenplattformen zum Beispiel alle angreifen auf diesem Vektor, muss also gar nicht erst schießen, sondern kann sich einfach reinhacken und das Ding runterfahren. Man kann aber auch unabhängig vom konkreten Schlachtfeld dann solche Dinge tun, wie eine Wirtschaft einer ganzen Region zu schwächen über einen Zeitraum von 15, 20 Jahren. Das ist also etwas, was zum Beispiel strategisch konzipiert wird. Das wäre sehr günstig, sehr einfach, sehr möglich. Man hätte auch sofort direkt einen Gewinn für sich selber, weil man diese wirtschaftliche Schwächung zu seinem Vorteil unmittelbar nutzen kann. Und man hätte über einen längeren Zeitraum einen geostrategischen Gegner dann besiegt auf eine Art und Weise, die er gar nicht verstanden hat. An der Cyberkriegsführung wird ganz intensiv gearbeitet, auch vor allem jetzt an den Strategien. Wir haben natürlich jetzt auch durch die NSA gesehen, dass also in der Offensiventwicklung schon sehr viel läuft, dass die allerdings noch relativ flach ist im hierarchischen, im strategischen Denken.
Da ist man jetzt gerade dabei, sich ein bisschen zu entwickeln und etwas elaboriertere Strategien zu entwickeln, wie man dieses Werkzeug nutzen kann. Die schlechte Nachricht dabei ist, dass die große Einsicht, die den meisten dabei einkommt, diejenige ist, dass man das also auch sehr unabhängig vom Krieg nutzen kann, um dann halt eben auch in Friedenszeiten potenzielle Gegner auszuspionieren, zu sabotieren oder zu schwächen. Eine ganz wichtige Einsicht auch aus dem arabischen Frühling und aus den Internetüberwachungen, die wir da beobachten konnten, ist halt eben auch, dass das Internet auch eine sehr gefährliche Seite hat. Ja, das müssen wir ganz klar adressieren, das müssen wir auch in China anerkennen und in Russland anerkennen, wo das Internet also auch ganz stark zur Kontrolle der eigenen Bevölkerung eingesetzt wird. Und das ist eine Diskussion, die wir ganz dringend führen müssen, die leider nicht geführt wird, weil bei uns im Westen immer noch so ein ganz überragender Technikoptimismus vorherrscht, was das Internet angeht. Wir empfinden es immer noch als Werkzeug der Aufklärung und der Befreiung. Aber das ist es nur in Ländern, die schon aufgeklärt und befreit sind. Also wir haben eine ganz eigentümliche Asymmetrie auch im Cyberkrieg, denn wer technisch noch nicht so versiert ist und nicht so verseucht ist mit IT, der ist eigentlich auch weniger verwundbar. Ja, also viele Länder, die jetzt gerade so Schwellenländer der Informationsgesellschaft sind und gerade erst aufbrechen, die haben natürlich wesentlich weniger kritische Dienste und kritische Elemente auch schon am Internet hängen oder an verwundbarer kommerzieller IT hängen. Das heißt, die sind also wesentlich resilienter als die ganzen Hightech-Industrienationen. Ja, also die USA zum Beispiel als sehr aggressiver Akteur in diesem Feld, die sitzen eigentlich im Glashaus, ja, und werfen von da aus mit Steinen.